Hallo, die Anna ist jetzt in der Endvorbereitung zum 5. Sinfoniekonzert. Und heute haben wir hier unseren Solisten Felix Glieser, der Horn spielt. Und er ist bei uns zu Gast in Magdeburg. Willkommen, Felix. Wir sind sehr froh, dass du da bist. Und wir sprechen jetzt ein bisschen, bevor wir in die Orchesterprobe gehen, mit Felix ein bisschen die Tempi ab und so, wie man das halt macht, bevor man mit dem Solisten zum ersten Mal mit Orchester arbeitet. Deswegen, also Sie können ein bisschen schauen, wie man das vorbereitet mit dem Solisten. Hallo Felix. So, ich denke, dein erster Anfang ist ganz frei. Das ist deine Entscheidung, wie du das spielst. Wichtig, dass wir natürlich dann irgendeinen Impuls bekommen. Genau, also ich spiele einfach die letzten beiden Halben im Tempo und dann ja. Das Tempo. Okay, gut. Genau. Und hier, ich denke, der Anfangstempo, also das ist Jam, Bam, Bam. Toyo. Ich habe halt eher so einen halben Impuls. Also viele spielen es auch so, dass man irgendwie so einen Vierer-Impuls hatte, aber ich denke eher so. Ich habe auch einen halben. Ruhigen halben denkt, dann ich denke ich, ja, also ich habe mir auch extra reingeschrieben halben, weil das ist dann einfacher und ich denke. Genau, die Phrasen sind vor allem ja, logischer, wenn man finde ich auch, ja. Dann, genau, dann, irgendwann genau. Vielleicht werde ich in vier gehen, aber muss man schauen, also vielleicht um einfach die Streicher ein bisschen espressivo ja. Rausspielen zu können. Ja, ja. Und dann müssen wir sowieso, muss ich dann für das nächste Tutti in vier sein. Deswegen es ergibt sich dann. Wechsel zwischen halben und vier und dann irgendwann hier. Die Frage ist, ob du hier ein kleines Rallentando machen oder. Ich mach's, glaube ich, nicht. Okay, ja, wunderbar. Also ich führe da auch hin. Also das ist ja, ein ja. Blöd mit diesem, diese Dynamik darf man da nicht zu ernst nehmen. Aber ja, klar, natürlich. Ja, 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 ja. Ah, okay, wunderbar, wunderbar. Das ist okay. Das erste Mal so ein bisschen so eine Überraschung gibt. Ja, okay. Und dann beim zweiten Mal kann man so ein bisschen ja, gut, gut, ja. Poco meno. Ja, aber so wie du das jetzt vorgesungen hast, das ist sehr klar. Okay. Ja. Ja, das ist meistens, wenn man das zwei, dreimal einfach spielt. Ja, genau, genau. Genau. Alle ja. Okay, gut. Und hier ja. Etwas schneller als am genau. Anfang. Okay. Wir werden sehen, ja. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen, einfach so, vielleicht ist es auch für einige interessant. Was ist, hast du ein Stück, ein Wunschstück, was du noch nie gespielt hast? Boah, das ist schwer zu sagen. Also für mich zum Beispiel, ich hatte seit Jahren ein Wunschstück, Prometheus von Scriabin zu spielen. Okay. Und in dieser Spielzeit durfte ich das machen. Also, okay. Und ich habe meinen Traum in dem Fall erfüllt. Ja. Ja. Aber, oder das Problem ist ja bei Horn, es gibt von den, sagen wir, von den großen Komponisten jetzt nicht 300 Stück oder irgendwie sowas. Ja, ja, klar. Pianisten, ja. Wie bei Geigern. Es gibt schon relativ viel, aber ich glaube, so das, was das Standardrepertoire ist, das habe ich alles irgendwie mal gespielt. Mhm. Was ich irgendwie so faszinierend finde, was ich jetzt so ganz neu mit anfange, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe, ist, sich auch mal so mit Arrangements zu beschäftigen. Also aha. Ich habe oft jetzt so die Idee gehabt, dass man beispielsweise Arien nimmt und Arien kopiert. Ja, das ist eine gute Idee. Der Stil, ja. Alles was Atmung, was Stütze und so weiter ist, angeht, ist komplett gleich. So, das Grundprinzip ist sehr identisch. Das bedeutet, es ist sehr ähnlich zum Horn, aber es ist trotzdem ganz andere Musik. Und man merkt genau, wenn man das spielt, es ist nicht für ein Horn komponiert. Trotzdem funktioniert das sehr, sehr gut mit dem Horn. Und das führt einfach dazu, dass man sich so ein bisschen öffnet und so ein bisschen neue Dinge kennenlernt. Weil sonst ist es, wenn man immer nur Mozart, Strauss, Haydn, Beethoven spielt, dann genau. Ist irgendwann ist langweilig. Man will was weiter. Neues kennenlernen, neue Ideen haben, über neue Dinge nachdenken und so. Deswegen, das sind dann schon so Sachen, wo ich jetzt gerade so ein bisschen mit anfange. Das heißt, es wird bestimmt bald oder nicht bald oder irgendwann eine neue CD erscheinen mit Bearbeitungen. Vielleicht. Also sagt Bescheid, dann man kann das auch sehr gut mit Orchester machen. Ja. Ich bin dann schon stehende Schlange. Okay, ich freue mich. Wir sehen uns bald bei der Probe. Vielen, vielen Dank. Gut.